lifetime in repeat. Als nächstes wollen wir mal die Summe eines Arrays ausrechnen. Und dazu benutzen wir hier wieder unsere Zufallsfunktion, um das Array zu befüllen. Aber diesmal wollen wir mal die Größe des Arrays durch den Benutzer bestimmen lassen. Also wir wählen die Größe nicht gleich 10, sondern definieren die Variable nur so. Hierbei ist zu beachten, dass Variablen, die man so definiert, keinen bestimmten Wert haben in C++. Also, ja, sowas ist eigentlich nicht so gut. Initialisiert die Variablen lieber mit einem bestimmten Typen. Okay, jetzt lesen wir mal eine Zahl durch den Nutzer ein. Und das Ganze geht mit cin. Also nicht wie cout, was wir für die Ausgabe benutzen, sondern cin für die Eingabe. Cin bekommt jetzt den anderen Operator, weil es geht etwas rein und cout macht etwas, gibt etwas aus. Also es geht etwas nach draußen. So kann man sich das ganz gut merken. Und jetzt lesen wir einfach mal die Größe ein. So, und füllen wir das Ganze mal aus und wir sehen gar nichts. Das liegt daran, weil die Funktion cin blockiert. Das heißt, wenn das Programm hier angelangt, wartet es auf die Eingabe des Benutzers und es geht einfach nicht weiter. Das nennt man blockieren. Und wir geben jetzt einfach mal eine Größe ein, beispielsweise 5. Und wenn man das mit der Eingabetaste bestätigt, läuft das Programm wie gewohnt weiter. Es werden hier die Zufallszahlen ausgegeben und die größte Zahl im Array. So, wir können das noch ein bisschen schöner machen, indem wir cin mit cout kombinieren. Also cout, geben Sie die Größe des Zufallsarrays ein. Doppelpunkt. Wir machen keinen Zeilen am Umbruch, sondern schließen das einfach so ab. Dann wird das ganz schön angezeigt. Wir führen das wieder aus. Geben Sie die Größe des Zufallsarrays ein. Und ich mache mal 20. Und das läuft auch schon sehr gut durch. Okay, also die Eingabe haben wir geschafft. Jetzt gilt es noch, die Summe der Elemente auszurechnen. Und das integriere ich hier einfach mal in unsere Max-Funktionalität hier ein. Und ich definiere mir hier ein Integer mit der Bezeichnung Summe. Den initialisiere ich mit dem Wert 0. Und jetzt gehe ich in jedem Schleifendurchgang, wo ich durch das Array durchgehe, gehe ich daher und addiere den aktuellen Wert des Arrays zu meiner Summe. Und das mache ich wie folgt. Summe gleich den alten Wert von Summe plus Feld Zähler. Also plus das aktuelle Element Zähler in meinem Datenfeld. Und das Ganze kann ich mir dann hier unten noch ausgeben. Summe aller Elemente im Array. Wir führen das einmal aus. Geben Sie die Größe des Zufallsarrays ein. Ich mache mal jetzt einfach mal 3, damit ich es nachrechnen kann. Größte Zahl im Array 87, Summe aller Elemente im Array 249. Kann das stimmen? Ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Ebenso können wir natürlich jetzt auch den Mittelwert ausrechnen. Aus den Zahlen
im Array. Und dafür benutzen wir einfach die Summe, weil der Mittelwert ist ja einfach nur die Summe durch die Anzahl der Elemente. Das machen wir jetzt gerade mal. Cout Mittelwert des Arrays. Also, was habe ich gerade gesagt? Summe durch, wie habe ich es genannt? Größe. Summe durch Größe. Ich führe es aus. 3, 84, 87, 78. Größte Zahl im Array 87. Summe 249. Mittelwert des Arrays 83. Und man sieht, das könnte hinkommen. Ne? Soweit, so gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.